Wenn du wissen möchtest, ob du deine Sehschwäche mit Augentraining verbessern kannst und ob du dazu eine Lochbrille brauchst oder hier diese Kügelchen am Seil oder einfach eine Sehtafel, dann bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn ich werde dir verraten, wie du mit Hilfe dieser Techniken oder auch mit diesen Hilfsmitteln deine Sehschwäche auf jeden Fall loswerden kannst. Viele von euch haben mich tatsächlich gefragt, gibt es denn eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Es gibt so viele verschiedene Techniken, so viele verschiedene Übungen. Und ja, du hast recht, es gibt eine Lochbrille, die man sich aufsetzen kann. Für den einen ist das ein totaler Segen, für den anderen, der kommt damit überhaupt nicht klar. Oder es gibt auch solche Kügelchen. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch auf YouTube schon mal vorgestellt habe. Damit kann man nämlich auch sehr, sehr gut seine Sehkraft verbessern. Wie man das macht, das verrate ich dir gleich. Oder manche fragen sich auch, wie kann ich denn mit Sehtafeln meine Sehkraft verbessern? Es gibt sehr, sehr viele Fragen zu auch unterschiedlichen Augenproblemen. Und um das einfach auch übersichtlich zu halten, habe ich das alles in meinem kostenlosen Buch zur Verfügung gestellt, wo du dir genau deine Übungen heraussuchen kannst. Das Buch findest du unterhalb des Videos hier, habe ich dir einmal verlinkt zum kostenlosen Download. Und dort verrate ich dir konkrete Tipps, wie du mit der Augentraining deine Sehkraft verbessern kannst, welche Voraussetzungen du brauchst und natürlich auch, ob die Sehtafel oder die Lochbrille oder eben so eine Übung hier für dich sinnvoll ist. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn ich meine Augen im Nahbereich trainieren möchte, dass ich dann andere Techniken brauche, wie wenn ich die Augen für die Ferne trainieren möchte. Und auch im heutigen Video möchte ich dir eine Übung vorstellen, wie gesagt, mit diesem wunderbaren Seil und den Kügelchen. Und diese Übung eignet sich vor allem, wenn du eine Weitsichtigkeit hast, ja, beispielsweise eine Altersweitsichtigkeit, wenn du zum Beispiel nicht mehr so gut in die Ferne gucken kannst oder die Augen sich quasi in unserem Sichtfeld nicht mehr nach innen drehen können. Das ist nämlich der Grund für die Altersweitsichtigkeit. Die inneren Augenmuskeln, ja, die werden ein bisschen schwächer und dadurch können die sich eben nicht mehr so gut nach innen drehen. Das Ganze nennt man Konvergieren, also sprich den Daumen oder den Finger, den ich direkt vor mir halte, mit beiden Augen anzufokussieren. Es kann nämlich sein, gerade jemand, der eine Gleitsichtbrille beispielsweise hat, der kann seinen Finger hier hinten noch fokussieren und guckt dann die ganze Zeit dran vorbei. Ja? Also der guckt quasi nie auf den Finger, der kann den nicht mehr fokussieren und dazu nutzt man eben so ein Seil mit Kügelchen und das funktioniert wirklich ganz, ganz simpel und einfach. Du siehst, ich habe ungefähr denselben Abstand für alle drei Kügelchen erstellt und wir beginnen hier vorne unsere Nase ranzuhalten und versuchen als allererstes die grüne Perle hier anzufokussieren. Und dadurch, dass wir natürlich in der Ferne noch gut gucken können, können wir wahrscheinlich den grünen Kreis sehr, sehr gut sehen, den gelben schon schwieriger und den vorne hier, den roten, quasi gar nicht. Und vielleicht siehst du es bei mir, die Augen haben sich komplett nach innen gedreht, ja, und das wird wahrscheinlich bei dir in dem Fall nicht so leicht funktionieren, wenn du eine Altersweitsichtigkeit hast. Und jetzt wird der Trick sein, dass du natürlich, du kannst am Anfang noch ein bisschen größeren Abstand machen, weil du den Nahbereich wahrscheinlich nicht so gut fokussieren kannst, dass du den Wechsel von allen drei Kügelchen, also sprich, wir fangen hier an, dann gehen wir zu denen, dann gehen wir zu denen, ja, und diesen Wechsel, der trainiert unsere Sehkraft. Und das machen wir uns zum Nutze mit dieser Schnurübung, indem wir immer diese einzelnen Kügelchen anfokussieren und dadurch im Laufe der Zeit und durch häufiges Wiederholen unsere Sehkraft Stück für Stück wieder zurückholen und dass wir es irgendwann wieder schaffen, in dem Nahbereich unsere Augen auch nach innen zu drehen und wieder richtig konvergieren können. Und wie gesagt, solche Übungen, auch andere Übungen, wie auch mit der Lochbrille oder auch mit Sehtafeln, die findest du in meinem kostenlosen Buch. Deswegen unterhalb des Videos einfach mal sichern und dann kannst du auch damit schon direkt durchstarten.